Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 hier bei Explorer IP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind im Wählen. Und lauf mal kreuz und quer. Wir wollten eigentlich ein bisschen Points of Interest abgrasen. Aber du hörst es schon. Irgendwas ist da. Das gehen wir uns auf jeden Fall mal angucken. Vorher. Nehmen wir ein bisschen Fleisch mit oder Hundeteig. Ich weiß, ich kann nur noch nicht genau zuordnen, woher dieses Geräusch kommt. Es hört sich an, als wenn es von hier kommt. Sind wir hier? Da hinten ist. Die schreit aber nicht so da hinten. Ich sehe euch doch. Oh oh. Nee, das sind aber die. Oder ist das der Golem, den wir in der letzten Folge schon gesehen haben? Was hört sich so groß an? Hier muss es sein. Was bist du und wo bist du? Wir speichern mal ab. Was ist das? Ich sehe nichts. Hier auf der Karte zeigt aber jetzt was an. Da ist es. Haben wir den nicht schon erledigt? Welches Level hast du, mein Freund? Also. Ja. War schön mit dir. Nein, nein. Der ist noch ein bisschen zu high. Also in dem Gebiet hier haben wir jede Menge in dem Levelbereich. Nein, nein. Wir schauen mal nach dem nächsten Point of Interest. Hatten wir uns ja schon markiert. Warte, Schatz. Hallo? War es das schon mit dem bewachten Schatz? Da ist er. Gut. Was können wir denn sonst noch machen? Sollen wir uns mal nach hier. Ich weiß nicht, ob wir hier schon waren. Wir sind am Anfang so kreuz und quer gelaufen. War vielleicht keine gute Idee. Das Blöde ist auch, du hast immer mal etwas, was vom Level her deinem Level entspricht. Und dann kommst du wiederum 2 Meter weiter an der Stelle wie gerade. Da kommt dann so ein Level 25 oder 30 um die Ecke geschossen. Also. Schau mal. Sieht nach Regen aus.
Geralt, du bist ganz ein Schlauer. Banditenlager, sehr schön, damit habe ich es am liebsten. Was sind die denn? Wir gehen auch mal. Ne, sie sind da, also gehe ich mal davon aus. Na komm schon. Stirb! Nicht nachlassen! Hallo? Ui. Okay. Noch mehr. Alter. Ist da oben jetzt noch einer von denen oder ist das nur ein Wolf? Ne, noch ein Deserteur. Reden, wir können mit ihm reden. Ich glaube, er will nicht reden. Was? Nein, ne? Okay. Bleib ruhig. Ich tue dir nichts. Wenn du mir auch nichts tust. Draußen scheint nichts zu sein. Da unten flimmert was. Kommen wir denn da unten irgendwie rein? Den wir jetzt von außen gesehen haben. Da ist die Schatzkiste. Kommen wir jetzt nochmal hoch. Da ging es hoch, ne? Oben ist da bestimmt auch noch was. Hoffe ich. Aber wer sagt's denn? Aber ich glaube... Das war's. Ich glaube, Pippi ist böse. Ja, Entschuldigung. Brenne, Hexer, brenne! Okay, was haben wir denn noch? Direkt hier vorne irgendwo. Das ist wieder untotes Gesocks. Ah, Monsternest. Necker, schon lange nicht mehr gesehen. Das waren nur zwei Stück. Geh mal weg. Nice. Das hat sich gelohnt. Den Kram irgendwann mal brauchen, keine Ahnung. Aber was man hat, das hat man, ne?
Kisten oder was? Gut. Dann nächste Station. Wir arbeiten uns jetzt nochmal hier oben rum. Hier oben ist auch noch zwei. Aber wir machen erstmal das hier. Aber hier ist nur am Regnen. Nur am Regnen. Schon wieder ein Monsternest. Tot. So, wir haben jetzt keine Bombe dabei. Du hast nicht die richtige Bombe. Okay. Können wir denn noch irgendwas herstellen in der Richtung? Alchemie ist das, ne? Bams. Alkoholbomben. Setze eine Wolke? Nein. Drachentraum? Nein. Welche waren das? Zerstört Monsternester. Okay, wir brauchen also wieder Schöllkraut. So. Kannst in der Zeit looten. Schöllkraut war dieses gelbe Kraut. Gut. Sollen wir denn jetzt erst rechts die zwei machen? Dann brauchen wir nicht mehr hier hin, ne? Wenn wir sie denn schaffen, das ist natürlich die andere Frage. Aber gucken kostet nichts. Ich kann einfach nicht Nein sagen. Dich auch looten? Ja. In die Hütte rein kommen wir nicht. Okay. Heya! Was da wohl passiert ist? Oha. Eine Quest. Jemand ist gelaufen. Schnell, panisch. Tiefe Abdrücke, die plötzlich aufhören. Da ist jemand in den ausgelaufenen Bein getreten. Mhm. Jemand wurde gefesselt. Der Strick wurde hastig mit einer stumpfen Klinge durchtrennt. Sollen wir jetzt der Spur folgen, oder? Aber... Klauenspuren. Ein Flugmonster ist herabgestoßen. Den Klauenspuren nach war es ein Wyvern oder ein Gabelschwanz. Das Weinfass ist zerschlagen, aber die Leute konnten offenbar entkommen. Ketveni, der Geruch wird noch lange bleiben. Was verfolgen? Okay. Ich glaube, wir werden gegen einen Greifen kämpfen. Wieder einmal. Das ist doch Schöllkraut da, ne? Ja. Hase. Also.
nochmal schnell bauen. Da geht die Spur weiter. Die Spuren führen zur Höhle. Oh je. Einen hat er direkt vor der Höhle erwischt. Erkunde die Höhle mit Hilfe deiner Hexerseele. Sinne. Und die Quest hat einen roten Totenkopf. Nee. Wir haben sie ja angenommen. Angenommen haben wir sie ja schon. Hallo Hase. Aber mittlerweile glaube ich das. Wenn ein roter Totenkopf ist über den Gegner oder bei der Quest, lass es einfach. Also ein paar Level gehen ja, aber... Neue Markierung Monster ist hier oben. Oder eher weniger, ne? Da vorne. Welches Level hast du denn? Ein Drakoniden-Nest. Ich muss es zerstören. Ja, aber wahrscheinlich nicht heute. Weil zwei sind zwei zu viel tot. Ja, das meine ich. Ich hoffe, wir sind jetzt unten am Wagen wieder. Großmeister Hexenausrüstung aktiviert zusätzliche Effekte, wenn du einige oder alle Teile eines Sets zusammen hast. Auch nicht hergestellt. Wenn wir es dann überhaupt schon herstellen lassen können. So, wo hat er uns jetzt hier? Okay, das untersuchen wir mal. Da ist jemand in den ausgelaufenen Wein getreten. Ja. Hallo? Jemand wurde gefesselt. Der Strick wurde hastig mit einer stumpfen Klinge durchtrennt. Ja, da haben wir jetzt noch die Kratzspur. Hallo? Kratzspur? Klauenspuren. Ein Flugmonster ist herabgestoßen. Den Klauenspuren nach war es ein Wyvern oder ein Gabelschwanz. Das Weinfass ist zerschlagen, aber die Leute konnten offenbar entkommen. Ketvini, der Geruch wird noch lange bleiben. Ja. So, jetzt hatten wir hier... Wir sind ja total falsch. Aber das ist jetzt nicht das Monsternest, wo wir gerade waren, ne? Wir latschen nochmal da lang. Wo ich glaube ja fast ja, weil die sind ja auf der Karte markiert. Aber dahinter war ja jetzt noch eins. Nein. Stahlwaffe. Wo sind wir hier? Oh. Ich vergaß. Die kommen im Rudel, die Kollegen. Hallo? Dank. Tappa, happa, happa. Hallo? Hallo? Zwei Stück haben wir noch. Ja. Gut, gucken wir mal hier oben. Wo sind wir hier? Freunde. Wir
waren noch nicht hier. Gewesenes Fleisch. Mhm. Oh. Also wir waren doch schon hier. Aber wir haben noch eine Quest. Ne, wir können doch nicht hier gewesen sein. Da ist nix. Ja, gleich mal. Gleich. Au! Der war echt spärlich eingerichtet hier. Was? Ja. Komm mal. Hey, Schwein! So, was kennen los? Wir uns? Nicht persönlich, obwohl ich dich schon oft gesehen habe. Ich habe eine Gabe. Ich kann in die Zukunft sehen. Auch in deine. Aber nicht kostenlos, schätze ich. Ich verlange nicht viel. Wenn du einen Happen zu essen hast? Bitte. Hier. Danke. Eine feine Gabe. Die ist wahrlich eine Weissagung wert. Na schön. Erzähl schon. Ich sehe einen weißen Wolf. Er betritt eine endlose Höhle. Er singt eine Hymne des Irrsinns und der Verzweiflung und beschwört, was nicht tot ist, weil es nicht sterben kann. Das ist nicht die Zukunft. Das habe ich schon erlebt. Und du hast wohl in irgendeiner Ballade davon gehört. Mein drittes Auge wird immer schlechter, je älter ich werde. Aber wenn du mir etwas Drachenwurz bringst... Seltene Pflanze. In der Tat. Aber einst wuchs sie in einer Höhle südöstlich von hier. Mhm. Gut, mal sehen, was ich tun kann. Wir wissen genau, welche Höhle wir jetzt rein sollen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann gucken wir mal, ob wir die zwei Punkte da noch irgendwie mitnehmen können. Die Höhle können wir erstmal dezent knicken. Das ist das Wyfernest, ne? Das war hier oben. Wir schauen mal. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge hier siehst. Und sage Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.